Hallihallöchen, ein kurzes Video für euch, vielleicht wird das dem einen oder anderen mal helfen. Und zwar hatte ich bei meinem BMW E46 ein folgendes Problem. Die Heckleuchte hat bei mir nicht geleuchtet und dann habe ich festgestellt, es gab einen Kabelbruch. Und zwar dieser blau-gelbe Kabel hat keinen Strom bekommen. Und woran lag es, das werde ich euch auch in diesem Video einblenden. Und zwar in diesem Bereich, das Teil müsst ihr abziehen, runterziehen, komplett wie weit es geht. Und bei mir war etwa in dem Bereich hier ein Kabelbruch, genau dieser gelb-blaue Kabel. Und dann habe ich den wieder zusammen gemacht und das hat wieder alles sauber funktioniert. Dann ist die Leuchte auch im Tachobereich ausgegangen, dass hier die Heckleuchte kaputt wäre. Also war sie wieder funktionstüchtig. Und falls bei euch mehrere Kabel gebrochen sind, würde ich euch wirklich empfehlen, einen neuen Kabelbaum zu ersetzen. Das verlinke ich in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeischauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Ich bedanke mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ciao.